Ich möchte die Chaoten warnen, bitten, die den Klimaschutz als Vorwand für ihre Gewalttätigkeiten nehmen, dringend davor warnen, in den kommenden Tagen weitere Straftaten zu begehen. Es ist ja für morgen wieder ein großer Tag angekündigt. Man kann auch für Klimaschutz und die Sache werben und muss keine Straftaten damit begehen. Das machen ja auch andere. Es waren 7.000, die am Platz gestanden haben und die ganz ordentlich ihre Arbeit erledigt haben, ihr Anliegen vorgetragen haben. Von den prominenten Köpfen der Klimaschutzbewegung und von den Veranstaltern der Demonstration erwarte ich, dass sie sich klar von jeglichen Straftaten distanzieren und nicht noch dazu aufrufen, die Anweisung der Polizei zu missachten, wie das am Samstag geschehen ist. Seit der Beginn der Räumung kam es zu Molotow-Cocktailwürfen, Farbbeutelbewurf, Brandstiftung von Einsatzfahrzeugen. Es wurde zum Beispiel das Fahrzeug des Kommunikationsteams angezündet. Das ist einfach unvorstellbar. Diejenigen in der Polizei, die sich darum kümmern, zwischen den Gruppen zu vermitteln, deren Auto wird angezündet. Fällt mir nichts mehr zu ein. 11 verletzte Demonstranten sind uns bekannt und 9 sind Krankenhäuser eingeliefert worden. Und davon kennen wir die Zahlen so. Mehr kenne ich nicht. Ich kenne nicht einen einzigen Fall, der irgendwo bei Rettungswesen, bei Krankenhäusern, bei uns gemeldet worden ist. Und das würde sich ja so gehören, wenn einer in Lebensgefahr ist. Wenn wir den Nachweis haben, dass Polizisten Fehler begangen haben, müssen sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ende, aus und Schluss.